Hallo, Servus und herzlich willkommen zu Wine on Fire. Heute mal in etwas anderer Umgebung, dem Wetter geschuldet, aber es wird mit Sicherheit auch wieder ein Top-Video, denn heute gibt es dein grüne Veltliner aus dem Weingut Lang aus Hergenfeld. Dazu gibt es ein Kalbskotelett mit Spargel im Speck, Mandel und Tornado-Kartoffeln. Und wer Bock drauf hat, bleibt dran, bis gleich. Hier haben wir diesen tollen grünen Veltliner aus dem Weingut Lang aus Hergenfeld. 2020er Jahrgang, ganz frisch bzw. auch reif, schauen wir mal. Oh, tolle Farbe, super aus. Zitrus, Mango, sehr schön. Oh, ein bisschen vielleicht Pfeffer sogar. Krass. Sehr lecker. Holen wir mal. Zum Wohl. Oh, geil. Fast schon cremig für den. Säure im Abgang, aber dezente. Also spritzig. Richtig geil. Und ganz lang am Gaumen. Also. Oh, schön. Oh, herrlich. Jetzt mal den Pfeffer, würde ich sagen. Komm da. Stopp. Super. Top Wein. Weingut Lang, Hergenfeld. Müsst ihr hin. Ist auch ein sehr schönes Weingut. Man kommt sich vor wie in der Toskana, wenn man da ist. Also müsst ihr mal hin. Sehr cool. Top Wein. Super. Hier haben wir dieses schöne Kalbskotelett. Halbe Stunde auf dem Kühlschrank, bevor ihr das auf dem Grill, jetzt in dem Fall in der Pfanne heute, ausnahmsweise mal. Genau. Den Spargel im Speckmandel habe ich schon ein paar vorbereitet. Ist eigentlich klar, wie es geht. Ich zeige es euch aber gerne nochmal. Also den Strunk natürlich unten ordentlich abschneiden. Und dann macht ihr einfach, wickelt ihr ordentlich den Bacon um den Spargel. Genau so. Das wird herrlich. Das kommt jetzt auf den Grill, in dem Fall Backofen, aber ich habe natürlich die Grillmatte im Backofen. Das soll ja schon ein bisschen unser Grillfeeling sein. Die Tornado-Kartoffeln habe ich schon bereits im Backofen, weil die brauchen ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und ja, die Zeit haben wir halt nicht, deswegen waren die schon drin, vorbereitet. Und wie das jetzt am Ofen aussieht, zeige ich euch jetzt. So, wie gesagt, Kartoffeln sind schon drin. Jetzt machen wir unser Bacon auf die Grillmatte mit dem Spargel. Boah, das duftet schon herrlich mit den Kartoffeln. Wahnsinn. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um unser Kalbskotelett. Und das machen wir wie folgt. Mal ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. So, sehr gut. Und das natürlich erhitzen wir erstmal ein bisschen. Dann braten wir unser Kalbskotelett scharf an. Boah, ich denke, müssen wir gucken, es soll ja schon durch sein. Ich schätze mal, was sind 5 Minuten insgesamt. Wir gucken mal, wie es dann aussieht. Das probieren wir aus. Und derzeit können wir noch mal einen kleinen Schluck von unserem grünen Veltliner, Weingut Lang, Hergenfeld. Zum Wohl. Geiler Charakter, super Ding. Ist auch unkompliziert, also echt 13% Alkohol. Steht ihm gut, ist aber auch nicht zu extrem. Ist so lange am Gaumen, das ist geil. Grüner Veltliner, normal Österreich, klar, aber mittlerweile in Deutschland auch heiß begehrt, beziehungsweise der hat so viel, ich glaube 75 Synonymen. Früher, die ganz älteren eventuell unter euch kennen das, nannte man den Drei-Männer. Ja, aber auch schon Asbach uralt und ewig her. Aber grüner Veltliner jetzt auch hier und top, super, echt geil, kann ich empfehlen. So, jetzt aber bevor unser Fett hier verbrennt, beziehungsweise Öl, machen wir unser Kalbskotelett in die Pfanne. Genau, soll zischen, also es ist heiß genug.
20 Minuten später, nachdem wir den Spargel mit Speckmandel in den Ofen geschoben haben, schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Und da sieht man brutal. Also wie gesagt, die Kartoffeln ungefähr 3/4 Stunde und Spargel jetzt 20 Minuten. Oh, ein Duft. Oh, Leute, ist das geil. So, jetzt holen wir uns das mal raus. Oh, das duftet so herrlich. Nehmen wir uns mal einen Spieß. Und dann kann noch ein bisschen. Oh, ist das toll. Oh, ist ein Duft. Und jetzt würzen wir uns das bitte noch ein bisschen mit Pfeffer. Haben wir nur Salz vorhin drauf gemacht. Jetzt probieren wir erst noch mal unseren grünen Berliner. Zum Wohl. Wenn das nicht harmoniert, heiße ich Obelix. Das ist echt top. So. Vorsicht natürlich, der Spieß ist heiß. So ein bisschen gucken. So, unser Kalbskotelett. Das sieht auch sehr gut aus. Und jetzt natürlich unseren Spargel mit Speckmantel. Das ist geil. Und unsere Tornado-Kartoffeln, die ich natürlich auch mariniert habe. Wie, seht ihr nachher alles in der Videobeschreibung. Und auch gut mariniert. Oh, ist das super. Also, Hammer. Hammer. Und dann der grüne Veltliner, Weingut Lang, Hergenfeld. Müsst ihr hin. Super Kombi. Probiert's aus. Echt geil. Wie gesagt, mal heute etwas anders, aber definitiv auch gelungen. Über einen freundlichen Kommentar, wie immer, würde ich mich freuen. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben und denkt vor allem dran, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Ciao.